Hallo zusammen. Wir haben beim letzten Mal schon über Konfuzius gesprochen und haben da vor allen Dingen die Grundzüge seiner Philosophie kennengelernt. Wir haben ihn charakterisiert als einen konservativen Humanisten. Konservativ in dem Sinne, dass es ihm um die Bewahrung des Althergebrachten geht. Humanistisch in dem Sinne, dass es ihm um das einzelne Individuum, um die Entwicklung des Menschen selbst geht. Heute wollen wir uns ein bisschen näher mit ein paar spezielleren Inhalten seiner Philosophie beschäftigen. Und zwar unter anderem mit seiner Ethik, seinem Verhältnis zu Religion und Ritualen und mit seiner politischen Philosophie. Wir beginnen mit seiner Ethik. Warum? Nun ja, Sie erinnern sich, wir haben bereits gesagt, der Kern der Philosophie des Konfuzius, der besteht in seinem Ideal der Selbstvervollkommnung durch Bildung, also in der Kultivierung eines edlen Charakters. Nicht nur in Bezug auf sich selbst soll man sich kultivieren, sondern eben auch in Bezug auf andere. Also man soll sich selbst kultivieren, sich selbst erziehen, so hatten wir es beim letzten Mal schon gehört, um anderen zu dienen. Das ist ein fundamental ethisches Programm, was Konfuzius hier vorschlägt. Also im Kern seiner Philosophie steht dieses Ideal der Selbstkultivierung, was wiederum ein ethisches Ideal ist. Es ist auf der einen Seite ethisch in dem Sinne, dass es sich um ein individualethisches Ideal handelt. Also wenn wir davon ausgehen, dass Ethik diejenige Disziplin ist, die die Frage beantwortet, was ist das Gute, dann ist die Individualethik derjenige Bereich, der die Frage stellt, was ist das Gute für mich, also wie sieht ein gutes Leben für mich aus. Und es ist eine sozialethische Frage in dem Sinne, dass die Sozialethik eben der Bereich ist, der die Frage stellt, was ist das Gute für den Menschen in der Gemeinschaft. Und auch in diesem Sinne ist das Ideal der Selbstvervollkommnung ein ethisches Ideal, weil es ein Ideal ist, wie das menschliche Leben gut in einer Gemeinschaft mit anderen sein kann, wie also wir uns anderen gegenüber, mit denen wir in einer Gemeinschaft leben, verhalten sollten. Aber was ist denn jetzt eigentlich die Ethik des Konfuzius? Also worin besteht sein ethisches Denken? Dazu müssen wir zunächst mal ein bisschen ausholen und etwas systematischer werden, denn Konfuzius vertritt eine Tugendethik. Was ist eine Tugendethik? Nun, es ist in der modernen Philosophie üblich, zwischen drei verschiedenen Typen von Ethiken zu unterscheiden. Und zwar sind das zum einen die deontologische Ethik, zum anderen die konsequenzialistische Ethik und denen steht dann als drittes die Tugendethik gegenüber. Das sind natürlich Idealisierung. Also so wie ich das jetzt hier vorstelle, ist das vor allen Dingen ein didaktisches Instrument, um diese verschiedenen Theorien kategorisieren zu können. Und in der Realität ist es ein bisschen weniger eindeutig. Also Sie werden feststellen, dass die meisten real existierenden Ethiken dann doch Elemente aus der einen oder anderen Kategorie enthalten und mehrere Aspekte miteinander vermischen, auch wenn sie überwiegend dieser oder jener Kategorie zugehören. Also bitte merken Sie sich, das, was ich jetzt hier bringe, sind Idealisierungen, die vor allen Dingen so eine heuristische Funktion haben sollen. Also, was gibt es? Es gibt deontologische und konsequenzialistische Ethiken. Die kann man verstehen als zwei Ausprägungen einer Regelethik. Was ist eine Regelethik? Nun, Regelethiken stellen die Frage ins Zentrum, was soll ich tun? Also sie fragen primär danach, welche Handlungen richtig sind, beziehungsweise welche Handlungen wir tun sollten, welche wir unterlassen sollten. Man könnte also ganz einfach sagen, Regelethiken sind Ethiken der Handlung. Solche Regelethiken formulieren ein bestimmtes Kriterium, anhand dessen sich dann gute und schlechte oder gebotene und verbotene Handlungen voneinander unterscheiden lassen. Und das ist dann ganz einfach eine Regel. Also dieses Kriterium ist die Regel, anhand derer ich entscheiden kann, was ich tun soll. Richtiges Handeln besteht dann ganz einfach darin, dieser Regel zu folgen. Also so zu handeln, dass ich nicht gegen die Regel verstoße. Es gibt zwei Typen von Regeln, deswegen gibt es diese Unterscheidung zwischen deontologischen und konsequenzialistischen Regelethiken. Die deontologischen Regeln besagen, dass bestimmte Typen von Handlungen intrinsisch gut sind. Also dass bestimmte Handlungen einfach an sich als dieser oder jener Typ von Handlung
gut sind, ohne dass man irgendwelche anderen Faktoren noch mit einbeziehen müsste. Insbesondere muss man nicht die Konsequenzen der Handlung einbeziehen. Also ob das, was ich tue, positive oder negative Folgen hat, ist für die ethische Qualität einer Handlung laut deontologischen Ethiken irrelevant. Das klassische Beispiel dafür, das kennen Sie alle, ist natürlich Kant mit seinem kategorischen Imperativ. Also die Regel, die da lautet, handle stets nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Das ist eine Regel, die es nun erlauben soll, mit Hilfe rein vernünftiger Überlegungen ethisch richtige von ethisch falschen Handlungen zu unterscheiden. Beziehungsweise Kant redet nicht von Handlungen, sondern Kant redet von Maximen, aber für unsere Zwecke können wir jetzt diesen Unterschied mal ignorieren, das ist nicht so wichtig. Und zwar ist das für Kant eine Frage der Verallgemeinerbarkeit. Also ich habe eine bestimmte Handlungsmaxime oder eine Handlungsregel, wenn Sie so wollen, und überlege, ist das korrekt oder nicht korrekt, ist das moralisch vertretbar oder nicht vertretbar, also darf ich zum Beispiel ein gegebenes Versprechen brechen, ja oder nein. Und Kant sagt, dann kann ich mir vorstellen, dass alle Menschen nach dieser Regel handeln würden, ohne dass es zu einem Widerspruch kommt. Wenn ich das kann, dann ist es moralisch einwandfrei. Wenn ich das nicht kann, also wenn in irgendeiner Form ein Widerspruch auftritt bei diesem Gedankenexperiment der Verallgemeinerung, dann ist es moralisch nicht akzeptabel. Ich muss also einfach nur diese Regel anwenden auf die jeweilige Handlung bzw. auf die jeweilige Maxime und dann finde ich raus, welche Handlungen erlaubt sind und welche nicht erlaubt sind. Die andere Variante von Regelethik, das sind die konsequentialistischen Ethiken. Konsequentialistische Ethiken sind eben solche, die sagen, bestimmte Handlungen sind gut oder schlecht, deswegen, weil ihre Konsequenzen gut oder schlecht sind. Auch hier gibt es ein klassisches Beispiel, nämlich den Utilitarismus, wie Sie ihn von John Stuart Mill oder von Jeremy Bentham beispielsweise kennen. Da lautet die Regel im Gegensatz zu Kant jetzt: Handle so, dass du durch deine Handlungen das größte Glück der größten Zahl bewirkst. Was jetzt genau unter Glück zu verstehen ist, das ist bei den Utilitaristen auch nicht ganz eindeutig. Und ob es irgendwelche, sagen wir mal, Beschränkungen hinsichtlich der Handlungen gibt, die das größte Glück der größten Zahl erzeugen. Auch das ist eine umstrittene Sache, aber wir müssen hier nicht auf die Details dieser Theorien eingehen. Der wichtige Punkt für uns hier an der Stelle ist, bei Utilitarismus und deontologischer Ethik handelt es sich in beiden Fällen um eine Variation einer Regelethik. Also alle diese Ethiken, Kant, Mill, die Deontologen, die Utilitaristen und so weiter, wie auch immer sie wollen, gehen davon aus, dass wir nur die korrekte Regel finden müssen und dann gemäß dieser Regel handeln sollten. Und dann handeln wir eben ethisch. Also das ist alles, worauf es ankommt. Wir brauchen nur die richtige Regel, wenden unseren Verstand an und folgen dieser Regel und bums, das war's. Die Ethik funktioniert. Man muss nichts weiter tun, als dieser Regel zu folgen. Im Gegensatz dazu stellen jetzt Tugendethiken eine andere Frage ins Zentrum. Nicht die Frage, was soll ich tun, sondern die Frage, was für ein Mensch soll ich sein? Die Frage ist also viel weniger, welche Handlungen richtig sind, sondern die Frage ist, wer wir sein sollen. Das richtige Handeln ergibt sich für die Tugendethiken aus dem richtigen Charakter. Also Tugendethiken basieren nicht wie die Regelethiken auf einem einzigen Kriterium, das zwischen gut und schlecht unterscheiden kann, sondern sie basieren auf, naja, Tugenden halt eben. Also was das gute Handeln ist, was ich in einer gegebenen Situation tun sollte, das lässt sich nicht anhand einer einfachen Regel bestimmen, sondern das ist eben dasjenige, was ein guter, sprich tugendhafter Mensch in einer solchen Situation tun würde. Wir haben es hier also nicht mit einer Ethik der Handlung zu tun, so wie bei den Regelethiken, sondern wir haben es zu tun mit einer Ethik des Charakters, könnte man sagen. Auch hier haben wir wieder ein klassisches Beispiel und das ist Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik. Da entwickelt er ja einen recht ausführlichen Katalog von Tugenden. Wenn Sie sich das schon mal angeschaut haben, werden Sie feststellen, dass da eine ganze Liste von Tugenden aufgeführt wird, die dann explizit diskutiert werden. Tugend heißt hier nach gut aristotelischem Verständnis so viel wie Dispositionen des Charakters. Also Dispositionen könnte man auch übersetzen als Neigungen oder ein Potenzial in eine bestimmte Richtung sich zu entwickeln. Gemeint sind ja also stabile, im Charakter selbst verankerte Neigungen zum richtigen Handeln, die sich konstant im Leben auch manifestieren. Klingt ein bisschen abstrakt, machen wir es an einem einfachen Beispiel deutlich. Denken Sie an eine Tugend wie Hilfsbereitschaft.
Hilfsbereitschaft, das bedeutet, naja, dass man anderen, die in Not geraten sind, selbstlos zu Hilfe kommt, auch ohne einen eigenen Vorteil davon zu haben oder so etwas. Hilfsbereit, zu sein bedeutet nun zum einen, dass man von sich aus anderen hilft, also ohne durch Belohnung oder Bewunderung von anderen erst dazu motiviert werden zu müssen. Also wer hilfsbereit ist, der hilft anderen nicht, weil er eine Belohnung dafür erwartet, sondern weil es in seinem Charakter so verankert ist. Hilfsbereit heißt auch, immer anderen zu helfen. Also nicht nur gelegentlich, wenn ich gerade Lust dazu habe oder wenn das Wetter schön ist, mal anderen zu helfen, sondern immer, wenn ich auf andere treffe, die in Not sind, dann helfe ich ihnen. Sie kennen vielleicht von Aristoteles diesen bekannten Spruch: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, und nur einmal einem anderen zu helfen, der in Not geraten ist, macht mich noch nicht zu einem hilfsbereiten Menschen. Es muss eine dauerhafte, eine stabile Charakterdisposition sein. Und hilfsbereit ist man, wenn die Hilfsbereitschaft zum Teil der eigenen Persönlichkeit geworden ist. Also wenn es kein aufgesetztes, gewolltes Verhalten ist, nicht so wie irgendwelche Celebrities, die gerne Katastrophengebiete besuchen, um Bilder in Lagern zu machen von sich, wie sie irgendwem helfen. Also nicht das ist Hilfsbereitschaft, sondern Hilfsbereitschaft besteht darin, dass man wirklich von sich aus als Aspekt der eigenen Persönlichkeit die Disposition hat, anderen zu helfen, wenn sie in Not geraten sind. Dieses Verhalten ist in den eigenen Charakter integriert, wenn es eine Tugend sein soll. Ziel einer Tugendethik ist also nicht zu klären, nach welcher Regel wir handeln sollen, um das Richtige zu tun, sondern Ziel der Tugendethik ist die Bildung eines tugendhaften Charakters. In diesem Sinne ist nun auch Konfuzius ein Tugendethiker. Auch ihm geht es um die Bildung eines tugendhaften Charakters. Sein Idealbild des tugendhaften Menschen, das ist der Edle, Junzi auf Chinesisch. Eigentlich bedeutet das Wort so viel wie Fürstensohn oder Prinz oder so etwas, also bezeichnet eigentlich eine soziale Stellung, ist aber bei Konfuzius von dieser Bedeutung bereits vollständig gelöst und hat eine rein ethisch-moralische Bedeutung angenommen. Der Edle, der Junzi, das ist derjenige, der die Tugendhaftigkeit verwirklicht. Nun, was sind jetzt aber die Tugenden für Konfuzius? Was macht für ihn Tugend eigentlich aus? Im Zentrum seiner Tugendethik steht die Tugend der Menschlichkeit. Menschlichkeit auf Chinesisch ist das Ren. Das ist ein ganz zentrales Konzept für Konfuzius, wobei es nicht ganz einfach ist, dieses Wort angemessen ins Deutsche zu übersetzen. Also ich wähle hier die Übersetzung Menschlichkeit, wie das diverse andere Leute auch tun, wobei halt eben auch viele andere Vorschläge so im Raum stehen. Also in anderen alternativen Übersetzungen finden Sie sowas wie Sittlichkeit oder sittliches Verhalten. Im Englischen finden Sie manchmal auch so etwas wie Human-Heartedness oder etwas schräg Authoritative Conduct oder sowas. Das alles finde ich zu gespreizt, zu umständlich. Also ich bevorzuge die simple Übersetzung Menschlichkeit. Das hat auch einen gewissen sprachlichen Hintergrund. Dieses Wort Ren ist in der Aussprache identisch mit dem chinesischen Wort für Mensch, ist auch etymologisch damit verwandt, wird allerdings mit einem anderen Schriftzeichen geschrieben. Das ist nicht ganz, also ist nicht identisch mit dem Wort Mensch, aber es ist verwandt mit dem Wort Mensch, ganz genau wie im Deutschen auch die Worte Mensch und Menschlichkeit. Und um diese etymologische Nähe der Bedeutung rüberzuholen in die Übersetzung, würde ich bevorzugt von Menschlichkeit sprechen. Das drückt auch ganz gut diesen elementaren Gedanken bei Konfuzius aus, dass Tugend in der Bildung des gesamten Menschen besteht und dass ja die Selbstkultivierung eine Realisierung der menschlichen Natur ist. Also wenn wir von Menschlichkeit als dem Inbegriff der Tugend sprechen, dann sprechen wir auch von Menschlichkeit als der Realisierung des Potenzials in der menschlichen Natur, wenn Sie so wollen. Aber worin besteht jetzt eigentlich Menschlichkeit? Nun, Konfuzius spricht an sehr vielen Stellen in seinen Gesprächen über Menschlichkeit und gibt dummerweise sehr viele verschiedene Antworten auf diese Frage. Versuchen wir es mal hier mit einer interessanten, weil sehr knappen Definition. Da sagt Konfuzius nämlich: Fan Zhi, also ein Schüler, wollte wissen, was Menschlichkeit sei. Konfuzius antwortete: Die Menschen lieben. Das ist wirklich extrem knapp ausgedrückt hier. Menschlichkeit, kann man wohl daraus lesen, heißt so etwas wie Güte gegenüber anderen Menschen. Das ist maximal unspezifisch, also noch vager und nebulöser kann man es eigentlich kaum formulieren.
Warum ist das so vage und nebulös ausgedrückt? Nun, Konfuzius versteht unter Menschlichkeit den Inbegriff von Tugend überhaupt. Also Menschlichkeit ist Tugendhaftigkeit insgesamt gedacht. Die Zusammenfassung, die Verschmelzung von allen einzelnen Tugenden, die es gibt, unter dem einen Oberbegriff der Universaltugend der Menschlichkeit. Menschlichkeit heißt also Tugendhaftigkeit unabhängig von der Situation. Die allgemeine Manifestation des guten, des tugendhaften Charakters, das ist die Menschlichkeit. Also wer Menschlichkeit besitzt, wer in diesem Sinne tugendhaft ist, der wird sich grundsätzlich richtig verhalten, wird je nach Situation diese Menschlichkeit durch Gerechtigkeit, durch Aufrichtigkeit, durch Loyalität oder durch irgendwelche anderen Tugenden manifestieren. Also Menschlichkeit, könnte man sagen, ist die Gesamtheit der Tugenden. Sie ist nichts anderes als das Gute im menschlichen Handeln. Und deswegen kann man es eben so maximal unspezifisch ausdrücken, dass man sagt, Menschlichkeit heißt nichts anderes als die Menschen lieben. Menschlichkeit heißt nichts anderes als im Umgang mit anderen das Gute tun. Menschlichkeit ist nun allerdings bei Konfuzius eng verbunden mit einem anderen sehr wichtigen Konzept, nämlich dem Konzept der Sitte oder auf Chinesisch Li. Es ist sehr schwer, eine angemessene Übersetzung für dieses chinesische Wort Li zu finden. Sitte drückt einen wichtigen Aspekt davon aus. Auch Sittlichkeit wird manchmal versucht. Auch Ritual ist manchmal nicht verkehrt. Angemessenheit wäre eine adäquate Übersetzung in manchen Situationen. Aber es gibt kein Wort, das diesen ganzen Bedeutungskomplex, den das chinesische Wort Li enthält, im Deutschen wiedergeben würde. Ein wichtiger Punkt von Li, das ist die Höflichkeit oder das formelle Verhalten. Und auch im modernen Chinesisch taucht dieses Wort Li noch im Begriff für Höflichkeit auf. Also ein Aspekt, Höflichkeit. Höflichkeit bedeutet, das ist das Verhalten, das einer jeweiligen Situation angemessen ist. Nehmen Sie ein einfaches Beispiel. Wenn Sie einen Freund auf der Straße treffen, dann begrüßen Sie den, indem Sie sagen, hey, hallo, wie geht's? Oder sowas in der Art. Wenn Sie hingegen zur Bank gehen, um einen Kredit zu beantragen, dann werden Sie den Bankangestellten vermutlich nicht begrüßen mit Hey, hallo, wie geht's? Sondern Sie werden sagen, guten Tag, Herr Schmidtmeier oder was weiß ich was. In beiden Fällen wäre es unangemessen, wenn Sie die jeweils andere Begrüßung verwenden würden. Also wenn Sie Ihren Freund auf der Straße mit Guten Tag, Herr Schmidtmeier ansprechen, dann wird Ihr Freund irritiert gucken. Und wenn Sie den Bankangestellten mit Hey, hallo, wie geht's ansprechen, dann wird er auch irritiert gucken. In beiden Fällen haben Sie, konfuzianisch gesprochen, das Li nicht beachtet. Also Sie haben das der jeweiligen Situation angemessene Verhalten übersehen. Li bedeutet, also wenn man es ganz generell ausdrücken sollte, vielleicht ganz einfach, das angemessene Verhalten, das von einer bestimmten Situation erfordert wird. Also das kann in Höflichkeit, in Etikette oder in Sittlichkeit sich manifestieren. Das kommt dann eben auf die jeweilige Situation an. Aber jede Situation hat solche Formen des Verhaltens, die angemessen sind oder die nicht angemessen sind. Und bei dieser Angemessenheit kommt es dann natürlich an auf die jeweilige Situation, in der ich mich befinde. Also begrüße ich einen Freund auf der Straße, möchte ich einen Bankkredit beantragen, halte ich eine Trauerrede oder besuche ich meine Eltern. Das sind alles sehr, sehr verschiedene Situationen, die sehr verschiedene Handlungsformen erfordern. Es muss natürlich auch der eigenen Person angepasst sein, also wer bin ich eigentlich selbst und in dieser Situation, es muss dem Gegenüber angepasst sein und so weiter und so fort. Und Li besteht nun auf den Punkt gebracht darin, das Angemessene in der jeweiligen Situation zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten. Dieser Begriff Li oder überhaupt die ganze konfuzianische Betonung der Wichtigkeit von Li, das wurde oft so verstanden, als man soll ganz penibel auf seine Umgangsformen achten und man soll immer übertrieben höflich sein und sowas. Sie kennen wahrscheinlich alle dieses tradierte Klischee von der chinesischen Höflichkeit, die so verschnörkelt und verziert und kunstvoll ist, dass kein Mensch mehr weiß, was die Leute eigentlich sagen wollen. Das ist natürlich in gewisser Weise zurückzuführen hier auf diese konfuzianische Betonung von Li. Und Konfuzius selbst gibt an der einen oder anderen Stelle auch durchaus Anlass dazu, ihn in diese Richtung misszuverstehen. Also eine viel zitierte und viel verspottete Stelle in den Gesprächen des Konfuzius lautet ungefähr so: Er setzte sich nicht hin, wenn seine Matte nicht ordentlich war.
Also was ist denn das bitte? Warum ist denn Konfuzius so dermaßen besessen mit irgendwelchen absurden Details? Warum ist er so pingelig und muss erstmal seine Matte richtig legen, bevor er sich überhaupt hinsetzen kann? Ja, warum? Nun, weil auch das eine Manifestation von Li ist. Li bedeutet, wie wir eben gesagt haben, das der jeweiligen Situation angemessene Verhalten zu erkennen und entsprechend zu handeln. Wer seine Matte zurechtrückt, bevor er sich hinsetzt, oder ja, wer den Stuhl ordentlich an den Tisch stellt, bevor er sich hinsetzt, oder wer, ja, ich weiß nicht, die Kleider nochmal ordentlich abbürstet, bevor er jemand anderem im Gespräch gegenübertritt, der widmet einer bestimmten Situation seine volle Aufmerksamkeit. Ist ganz da, ist ganz in dieser Situation und erkennt sie, achtet genau auf die Situation. Wer sich so verhält, der erkennt die Situation und versteht, was in der jeweiligen Situation von ihm oder ihr gefordert ist. Und wer das in einer so banalen Sache schafft, wie die Matte ordentlich hinzulegen, bevor man sich hinsetzt, der wird das auch in komplizierteren Situationen schaffen. Also wenn man beispielsweise in einem politischen Amt ist, und sich vielleicht dem Willen der Mächtigen widersetzen muss, um andere zu beschützen, dann muss man auch die Situation erkennen und sich der Situation entsprechend verhalten. Li ist also mehr als nur Etikette, als nur Höflichkeit oder Sitte. Es ist der sichtbare Ausdruck einer aufrichtigen inneren Haltung. Und das kann sich in so simplen Dingen manifestieren, wie die Matte gerade zu rücken, wenn sie verrutscht ist. Es kann sich aber auch in deutlich komplexeren Dingen manifestieren, wie einem grausamen Herrscher die Stirn zu bieten, wenn er dabei ist, Unrecht zu begehen. Li, könnte man somit sagen, ist so etwas wie die äußere Seite der Menschlichkeit. Das findet sich auch ganz gut in folgendem Zitat wieder. Yanhui wollte wissen, was Menschlichkeit ist. Konfuzius antwortete: Sich selbst überwinden und zur Sitte, also zum Li, zurückkehren. Das ist Menschlichkeit. Also, Menschlichkeit besteht darin, sich wieder dem Li zuzuwenden, das Li wieder zu realisieren. Das und nichts anderes ist Menschlichkeit. Also Li und Ren, diese beiden Begriffe, sind quasi zwei Seiten einer Medaille. Es gibt in der chinesischen Philosophie eine lange und ausführliche Diskussion darüber, was eigentlich das Verhältnis dieser beiden Begriffe, Ren und Li, Menschlichkeit und Sitte, bei Konfuzius ist. Also welcher von diesen beiden Begriffen ist eigentlich der primäre? Ich würde sagen, die beiden Begriffe stehen in einem komplementären Verhältnis zueinander. Ren ist Li und Li ist Ren. Das Ren, die Menschlichkeit, manifestiert sich nach außen hin in Li. Und durch Übung in Li, also durch Übung in Sitten und Gebräuchen und Höflichkeit und Etikette und so weiter, dadurch entsteht als innere Haltung das Ren, die Menschlichkeit. Also ein kultivierter Mensch, einer, der das Ren in sich kultiviert hat, der wird sich immer angemessen verhalten. Und indem wir lernen, wie man sich angemessen verhält, also indem wir das Li einüben, dadurch kultivieren wir umgekehrt unseren tugendhaften Charakter, kultivieren wir das Ren in uns. Ganz simples Beispiel: Wir bringen kleinen Kindern bei, Danke zu sagen, wenn sie irgendwas bekommen. Kinder lernen, Danke zu sagen, auch wenn sie selbst noch gar keine Dankbarkeit empfinden können und fragen sich vielleicht, warum sollte ich Danke sagen, wenn ich gar nicht das Gefühl habe, dankbar zu sein? Wir bringen ihnen also eine bestimmte Form von Li bei, von angemessenem Verhalten. Nun, wieso macht man das? Also einerseits, damit die Kinder lernen, sich zu benehmen, aber warum sollen sie lernen, sich zu benehmen? Nun, sie lernen erst dadurch, dass sie Danke sagen, Dankbarkeit auch zu empfinden. Sie lernen erst dadurch, in welchen Situationen Dankbarkeit angemessen ist. Das heißt, konfuzianisch ausgedrückt, sie kultivieren die Tugend der Dankbarkeit, indem sie die äußerliche Form, das Li, der Dankbarkeit einüben. Tugend und die äußere Form der Tugend, also Ren und Li letzten Endes, sind für Konfuzius Ethik also zentral. Verbunden damit, also verbunden mit dieser Betonung des Li, also der Angemessenheit an die jeweilige Situation, ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Und zwar muss für Konfuzius eine Ethik immer die zentrale Rolle menschlicher Beziehungen berücksichtigen. Diese Haltung oder diese Theorie wird oft als ethischer Partikularismus bezeichnet.
Also darunter versteht man eben die Theorie, dass es keine ethischen Prinzipien mit universaler Gültigkeit gibt, sondern dass solche ethischen Prinzipien immer nur eine partielle Bedeutung haben können. Also Bedeutung für einen bestimmten Bereich der Gesellschaft, für bestimmte Gruppen, für bestimmte Situationen und so weiter und so fort. Das Gegenteil dazu wäre der Universalismus, und das ist eigentlich die Standardposition in jeder westlichen Ethik. Westliche Ethiken sind eigentlich durch die Bank weg universalistisch. Also Kant und der Utilitarismus beispielsweise wären ganz explizit universalistische Ethiken und machen auch diese Universalität, die universale Gültigkeit ihrer ethischen Prinzipien zum wesentlichen Merkmal von Ethik. Anders bei Konfuzius. Konfuzius nimmt eine eher partikularistische Haltung ein. Hier mal eine ganz zentrale und höchst umstrittene Passage, in der dieser partikularistische Grundton herauskommt. Der Präfekt von Che unterhielt sich mit Konfuzius. Dabei sagte er: Hier sind die Menschen wahrhaft aufrichtig. Der eigene Sohn bringt es zur Anzeige, wenn sein Vater ein Schaf gestohlen hat. Dazu bemerkte der Meister: Bei uns ist das anders. Bei uns deckt der Vater den Sohn und der Sohn deckt den Vater. Darin liegt Aufrichtigkeit. Was drückt Konfuzius hier aus? Ist das so etwas wie orientalischer Nepotismus, Verschlagenheit oder so etwas? Nein, auch wenn es des Öfteren in diese Richtung gelesen worden ist, das ist es nicht. Es ist der Grundgedanke des Partikularismus, der hier rauskommt. Was tugendhaft ist und was nicht, das kann man nicht abstrakt entscheiden. Das ist abhängig von der jeweiligen Situation. Was tugendhaft ist und was nicht, muss ich in Bezug auf eine bestimmte, konkrete Situation festlegen. Nicht in einer abstrakten, allgemeinen, universalen Theorie. Konfuzius bestreitet ja gar nicht, dass Diebstahl verwerflich ist und dass man einen Diebstahl anzeigen und bestrafen sollte. Aber er sagt, in dem Fall, von dem hier die Rede ist, sind die Pflichten, die man als Kind den eigenen Eltern gegenüber hat, wichtiger als die Pflichten, die man vielleicht als Bürger dem Staat gegenüber haben könnte. Es gibt also einen Konflikt zwischen verschiedenen Normen, also den Normen für das Leben als Bürger eines Staates und den Normen für das Leben als Mitglied einer Familie. Und in diesem Fall löst Konfuzius den Normenkonflikt zugunsten der Familie auf. Das ist, wenn Sie mich persönlich fragen, sehr viel näher dran oder sehr viel realistischer, also näher dran an der menschlichen Natur, als dass die abstrakten, universalistischen Rigorismen eines Kant beispielsweise sind. Also wer würde denn gerne seinen eigenen Vater wegen Steuerhinterziehung anzeigen? Schafe stehlen ist vielleicht heutzutage ein bisschen aus der Mode gekommen, aber stellen Sie sich vor, Ihr eigener Vater würde Steuern hinterziehen und Sie bekommen es mit, würden Sie ihn dann sofort anzeigen? Vermutlich zögern Sie und vermutlich hätten Sie kein gutes Gefühl dabei, das zu tun. Mit einem Universalismus, wie beispielsweise Kant ihn vertreten würde, ist das schwer zu erklären, woher das kommt und warum das erlaubt sein sollte, ein schlechtes Gefühl dabei zu haben. Für den Partikularismus eines Konfuzius ist das eigentlich eine ganz klare und nachvollziehbare Angelegenheit. Also, nochmal zurück zu unserem Beispiel. Für Konfuzius besteht die Tugend der Aufrichtigkeit in etwas, das von der konkreten Situation abhängig gemacht werden muss. Und konkrete Situation heißt hier die jeweiligen Beziehungen der Leute, die in diese Situation involviert sind. Also in welcher Beziehung stehe ich zu dem anderen, dem gegenüber ich aufrichtig sein soll. Das muss beantwortet werden, bevor ich sagen kann, welches Verhalten eigentlich ein aufrichtiges Verhalten in dieser Situation wäre. Aufrichtigkeit den eigenen Eltern gegenüber manifestiert sich auf eine ganz andere Art und Weise als Aufrichtigkeit dem Staat gegenüber. Hinter dieser, hinter dieser relativistisch vielleicht anmutenden Aussage steckt ein tieferer theoretischer Punkt. Dieser Punkt ist überwiegend, könnte man sagen, anthropologischer Natur. Für Konfuzius ist der Mensch immer ein Beziehungswesen. Vom Moment unserer Geburt an bis zum Moment unseres Todes stehen wir als Menschen immer in irgendwelchen Beziehungen. Wir können gar nicht anders als zu anderen Menschen in Beziehungen stehen. Selbst der Einsiedler, der in der Wüste alleine lebt, steht in gewisser Weise zu anderen Menschen in Beziehungen, denn auch der ist das Kind seiner Eltern und auch der steht zumindest in irgendeiner Beziehung zu der Gesellschaft, von der er sich losgesagt hat. Der spätere Konfuzianismus, das ist jetzt nicht Konfuzius selber, sondern das kommt ein bisschen später,
Aber der klassische Konfuzianismus, der schematisiert das in den sogenannten fünf Beziehungen, in denen alle Menschen von Natur aus stehen. Und zwar ist das zunächst mal die Beziehung von Eltern zu Kindern, dann von Mann zu Frau und umgekehrt die Beziehung zwischen Herrscher und Untertan, die Beziehung zwischen den Geschwistern und die Beziehung zwischen den Freunden. Diese fünf Beziehungen sind universal. Jeder Mensch steht qua Menschsein in diesen fünf Beziehungen und muss sich dementsprechend auch in jeder Situation anhand dieser fünf Beziehungen orientieren und sein Verhalten festlegen. Also jeweils in der gegebenen Situation relevante Beziehung berücksichtigen, wenn er entscheiden will, worin jetzt das richtige Handeln besteht. Jede Ethik muss also auch diese Tatsache berücksichtigen, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, das nicht anders kann, als in bestimmten Beziehungen zu stehen. Konfuzius vertritt an dieser Stelle so etwas, was man einen Primat der Familie nennen könnte. Familiäre Beziehungen sind für Konfuzius die wichtigeren gegenüber anderen Beziehungen, wie zum Beispiel Beziehungen zum Staat. Also Beziehungen zwischen mir als Untertan und meinem Herrscher sind nicht so wichtig wie Beziehungen zwischen mir als Kind meiner Eltern oder als Vater meiner Kinder. Und zwar sind familiäre Beziehungen sowohl logisch als auch ethisch primär gegenüber anderen Beziehungen. Das lässt sich sehr gut daran erkennen, dass für den Konfuzianismus diese Familienbeziehungen das Modell anderer Beziehungen darstellen. Also nehmen Sie die Beziehung zwischen dem Herrscher und dem Untertan. Die wird nach konfuzianischem Verständnis modelliert anhand der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Der Herrscher soll sich seinen Untertanen gegenüber analog verhalten, wie Eltern sich ihren Kindern gegenüber verhalten. Und umgekehrt natürlich auch. Also Familienbeziehungen sind für den Konfuzianismus das theoretische Modell aller anderen Beziehungen. Es sind ja auch rein temporal betrachtet die ersten Beziehungen, die wir eingehen und in denen wir lernen, wie man überhaupt in Beziehungen lebt. Sie sind auch ethisch primär in dem Sinne, dass im Zweifel Konfuzius immer den Familienbeziehungen den Vorrang gibt gegenüber anderen, also vor allen Dingen gegenüber staatlichen Beziehungen. Das haben wir an dem Beispiel von dem Schafdiebstahl ja gerade ganz gut gesehen. Die Beziehung Vater-Sohn ist relevanter, im ethischen Sinne relevanter, als die Beziehung Untertan-Herrscher. Deswegen spricht sich Konfuzius dafür aus, der Vater deckt den Sohn, der Sohn deckt den Vater. Konfuzius setzt also, könnte man hier sagen, nicht auf die harten Institutionen des Staates, sondern auf die weiche Institution der Familie, um das menschliche Zusammenleben zu organisieren. Wir können das etwas allgemeiner formulieren, indem wir sagen, Konfuzius sieht den Menschen als ein Wesen, das immer in konzentrischen Kreisen steht. Um den einzelnen Menschen herum ziehen sich die Kreise von Familie, von Staat, von Welt immer größer werdend. Und jeder Kreis hat seine eigenen Beziehungen und dementsprechend auch seine eigenen Tugenden, also das eigene Li, was dem jeweiligen Kreis zukommt. Selbstvervollkommnung, die konfuzianische Idee der Selbstvervollkommnung besteht nun darin, die eigene Position zu erkennen, in der man sich befindet und zu lernen, sich dementsprechend zu verhalten. Also zu verstehen, in welcher Situation befinde ich mich und welche Art von Verhalten erfordert diese Situation. Das heißt aber auch, dass für Konfuzius ein gutes Leben, also ein gelingendes Leben, immer ein Leben in gelingenden Beziehungen ist. Gelingende Beziehungen können nur dann funktionieren, wenn man die eigene Situation erkennt und in der Lage ist, das angemessene Verhalten für die eigene Situation zu finden. Allerdings, das muss ich jetzt an dieser Stelle auch betonen, Konfuzius Ethik ist nicht nur rein partikularistisch. Sie hat auch durchaus universalistische Züge, die öfters mal unter den Tisch fallen. Schauen wir uns mal folgendes Zitat an. Zigong fragte den Konfuzius: Gibt es ein Wort, das ein ganzes Leben lang als Richtschnur des Handelns dienen kann? Konfuzius antwortete: Das ist gegenseitige Rücksichtnahme. Schu. Was man mir nicht antun soll, will auch ich nicht anderen Menschen zufügen. Das kennen Sie. Das ist die goldene Regel, die wir auch in anderen Kulturen immer wieder finden. Also das kennen Sie aus dem Neuen Testament vielleicht, das kennen Sie aus dem frühen Buddhismus, also eine eigentlich weltweit verbreitete ethische Grundregel. Konfuzius kennt die goldene Regel und er nennt sie als ein universales Prinzip, also etwas, das immer als Maßstab des Handelns dienen kann.
dienen kann. Das heißt, Konfuzius kennt durchaus einen solchen universalen Maßstab in der Ethik. Er ist also kein reiner Partikularist. Es gibt etwas, woran sich das tugendhafte Verhalten trotzdem immer noch messen lassen muss, nämlich dieses universale Prinzip der goldenen Regel. Also er ist kein Relativist, sein Partikularismus ist nicht relativistisch zu verstehen. Es ist kein bloßer Traditionalismus, der einfach nur sagt, wir müssen das tun, was immer schon so gewesen ist und lernen, uns so zu verhalten, wie es die hergebrachten Sitten von uns erfordern. Nein, die hergebrachten Sitten stehen auch unter der Aufsicht eines solchen universalen Prinzips. Allerdings, man muss sagen, es ist ein gewissermaßen konfliktbehaftetes Verhältnis zwischen Partikularismus und Universalismus innerhalb der Philosophie des Konfuzius selber. Die Rolle von Li in der Ethik prägt auch Konfuzius' Haltung zur Religion. Konfuzius selber spricht eigentlich ziemlich wenig von Religion. Also in seinem Denken spielt Religion praktisch keine Rolle, also zumindest keine ausgeprägte Rolle. Oder sagen wir mal so, die metaphysische Seite der Religion spielt keine besonders große Rolle in seinem Denken. Also der Glaube an die Realität von Göttern oder Geistern und sterblichen Seelen und sowas, das kommt eigentlich ziemlich wenig vor bei ihm. Da gibt es eine ganz interessante Stelle zu, wo einer seiner Schüler ihn darauf anspricht. Und zwar, Zulu fragte, wie man Geistern dienen solle. Konfuzius antwortete, wer nicht den Menschen zu dienen versteht, wie kann der den Geistern dienen? Dann fragte Zulu nach dem Tode und der Meister gab zur Antwort, wer noch nicht das Leben kennt, wie will der wohl den Tod begreifen? Konfuzius interessiert sich also offensichtlich nicht für irgendeine transzendente Wirklichkeit. Er leugnet sie auch nicht. Also Konfuzius scheint jetzt kein ausgesprochener Atheist zu sein. Also er sagt nicht, nee, es gibt keine Geister, nee, es gibt kein Leben nach dem Tod oder so etwas. Aber er sagt, also für uns ist das jetzt eigentlich nicht wichtig. Die Probleme, die mich interessieren, das sind die Probleme des diesseitigen Lebens. Wer das Leben nicht kennt, warum sollte der über den Tod nachdenken? Also das Leben, hier, dieses Leben, das wir jetzt gerade in dieser Welt leben, das ist das Wichtige. Darauf kommt es für uns an. Daher widmen wir uns auch erstmal diesen Fragen und alles andere, was dann danach kommt, naja, das können wir für den Moment auf jeden Fall mal ignorieren. Also in diesem Sinne interessiert sich Konfuzius relativ wenig für Religion. Also er nimmt offenbar eine agnostische Haltung zu solchen Fragen wie Existenz von Göttern, Geistern und sterblicher Seele und so weiter ein. Aber Religion ist für Konfuzius trotzdem nicht überflüssig. Nämlich gerade die Rituale in der Religion erfüllen für ihn eine sehr wichtige Funktion. Schauen wir uns da mal noch ein kurzes Zitat an. Da wird über Konfuzius gesagt, Konfuzius opferte den Ahnen, als stünden sie vor ihm. Er opferte den Geistern, als wären sie gegenwärtig. Konfuzius sprach, nehme ich nicht selbst an der Opferhandlung teil, so ist es, als hätte ich kein Opfer gebracht. Man kann sich nicht durch andere vertreten lassen. Konfuzius opfert also den Ahnen, nimmt an den traditionellen Opfern teil, obwohl er so eine agnostische Haltung hat hinsichtlich der Frage, ob sie wirklich existieren oder nicht, also ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Er handelt, als ob sie da wären. Warum eigentlich? Warum tut er so, als wären sie da, wenn er doch eigentlich gar nicht davon überzeugt ist, dass sie noch da sind? Nun ganz einfach. Weil es Ausdruck einer kultivierten Haltung ist, weil das Li dieser Situation eben auch darin besteht, den Ritualen zu folgen. Respekt gegenüber den eigenen Eltern endet nicht mit dem Tod. Das Ritual der Ahnenverehrung, das hier gemeint ist, ist die entsprechende Form, diesen Respekt auszudrücken. Rituale dienen damit auch wie alle anderen Formen des angemessenen Verhaltens, der Höflichkeit, der Etikette und so weiter, wie jedwede andere Form von Li, dienen auch Rituale der Kultivierung und Bildung eines tugendhaften Charakters. Ganz unabhängig davon, ob die dahinterstehenden religiösen Überzeugungen, also die metaphysische Seite der Religion, ob das auch wahr ist. Daher kann man sich auch nicht vertreten lassen. Niemand anderes kann sich an meiner Stadt kultivieren durch das Ritual. Das Ritual dient dazu, mich zu kultivieren und meinen Respekt meinen verstorbenen Eltern oder so etwas gegenüber auszudrücken. Deswegen ist es auch unvertretbar. Werfen wir jetzt noch zum Schluss einen kurzen Blick auf die politische Philosophie des Konfuzius.
Seine politische Philosophie steht auch, das haben wir im Prinzip ja schon gehört, in enger Verbindung zu seiner Ethik. Wir haben ja gesehen, die Selbstvervollkommnung und die Kultivierung des ethischen Charakters haben ein bestimmtes Ziel, nämlich sie haben das Ziel, der Welt insgesamt zu dienen. Es gibt also für Konfuzius eine direkte Verbindung von Individuum, Staat und Welt, ganz allgemein gedacht. Die Ethik ist nun innerhalb dieser Verbindung die Basis für die Politik. Also die Ethik, die Kultivierung des Selbst, der eigenen Person, die Entwicklung eines tugendhaften Charakters muss die Basis darstellen, auch für politisches Handeln. Politisches Handeln kann nur dann richtig sein, wenn es auf einer soliden ethischen Grundlage steht. Das sagt Konfuzius auch durchaus öfters mal den Mächtigen seiner Zeit. Zum Beispiel in folgender Passage hier. Ji Kangzi wollte von Konfuzius wissen, wie regiert werden solle. Dabei meinte er, sollte man nicht um einer guten Sache willen alle jene töten, die nicht den rechten Weg gehen? Konfuzius entgegnete ihm, wieso müsst ihr töten, wenn ihr regiert? Ihr selbst müsst das Gute nur wirklich wollen, dann wird auch das Volk gut werden. Der Herrscher ist dem Winde gleich, der gewöhnliche Mann gleich dem Gras. Bläst der Wind übers Gras, dann biegt es sich. Konfuzius stellt hier also gegenüber diesem Ji Kangzi, einem mächtigen Minister seines Heimatstaates Lu, die Rolle des Herrschers klar. Der Herrscher muss in besonderem Maße tugendhaft und kultiviert sein. Und dann wird das Volk einfach folgen. Der Herrscher muss also nicht irgendwie aktiv werden, er muss nicht eingreifen und er muss erst recht nicht die Leute aus dem Weg räumen, die seiner Meinung nach seinen Zielen im Wege stehen, sondern er muss einfach nur da sein und gut sein. Diese Bemerkung von Konfuzius bekommt übrigens einen etwas spezielleren Beigeschmack, wenn man sich vor Augen hält, dass dieser Ji Kangzi ein durchaus radikaler und brutaler Typ gewesen ist, der im Verdacht stand, seinen eigenen Bruder getötet zu haben, um ihn aus dem Weg zu räumen, um selbst auf den Thron zu kommen. Aber das ist natürlich nur spekulativ. Aber Sie merken schon, was für eine seltsame Note das bekommt, wenn Konfuzius dem sagt, ihr müsst nur selber tugendhaft sein, dann werden alle anderen folgen. Der Herrscher hat also für Konfuzius eine Art Vorbildfunktion. Er wirkt nicht so sehr durch sein Handeln, nicht durch das, was er tut, sondern durch sein Wesen, durch das, was er ist. Konfuzius sagt dem Ji Kangzi eben nicht, was er tun soll. Er sagt ihm einfach nur, wie er sein soll. Mehr ist auch gar nicht nötig. Eine andere schöne Metapher drückt das so aus im Lun Yu. Da heißt es, wer nach sittlichen Grundsätzen regiert, gleicht dem Polarstern. Er behält seinen Platz und die anderen Sterne umkreisen ihn. Also dieses Bild vom Herrscher als dem Polarstern, der unbewegt im Zentrum des Himmels steht und alle anderen kreisen so um ihn herum, das wirkt schon fast daoistisch. Die Aufgabe des Herrschers, könnte man mit Konfuzius auch hier sagen, ist das Nichthandeln, das Wu-Wei. Der Herrscher bewirkt allein durch seine Tugend, dass der Staat in Ordnung kommt. Er muss nur kultiviert sein, er muss nur das moralisch richtige Wesen haben, dann kommt die Welt quasi von alleine in Ordnung. Der Herrscher steht still und passiv im Zentrum, ohne zu handeln und bewirkt allein durch das Gute in sich, das Gute im Staat. Daher zeigt Konfuzius auch immer eine gewisse Skepsis gegenüber aktiven politischen Handeln, also gegenüber politischen Maßnahmen im Beherrschen des Staates, sondern die Politik muss immer hinter der Ethik zurückstehen. Beispielsweise sagt er, will man Gehorsam durch Gesetze und Ordnung durch Strafe, dann wird sich das Volk den Gesetzen und Strafen zu entziehen versuchen und alle Skrupel verlieren. Wird hingegen nach sittlichen Grundsätzen regiert und die Ordnung durch Beachtung der Riten und der gewohnten Formen des Umgangs erreicht, so hat das Volk nicht nur Skrupel, sondern es wird auch aus Überzeugung folgen. Also hier sehen Sie es eigentlich wieder ganz klar, Konfuzius vertraut nicht den harten Institutionen der Politik, vertraut nicht den Gesetzen, sondern vertraut auf die weichen Institutionen der Ethik und der individuellen Bildung, um das Richtige zu tun oder das Gute zu erreichen. Was ist nun die Aufgabe des Konfuzianers oder des Edlen in einem solchen Staat? Nun, das Gleiche wie sonst auch. Es ist die Arbeit an sich selbst und die Arbeit an der Gesellschaft. Konfuzius sagt dazu, lerne voll Vertrauen in den rechten Weg und bleibe ihm treu bis an dein Ende. Betritt nicht ein Land, in dem unsichere Verhältnisse herrschen. Bleibe nicht in einem Staat, worin Unordnung ist. Herrscht Ordnung in der Welt, dann tu dich hervor. Andernfalls halte dich zurück.
Geht ein Staat den rechten Weg und herrscht darin Ordnung, so ist es beschämend, wenn man arm und von geringem Ansehen ist. Geht es hingegen einem Staat nicht rechtens zu, dann ist es eine Schande, reich und angesehen zu sein. Die Aufgabe eines kultivierten Menschen, eines Edlen, ist es also, sich in die Gesellschaft einzubringen und darauf zu achten, dass die Sitte oder das Li ganz allgemein gesprochen, dass moralische Prinzipien im Staat geachtet werden. Dazu ist es auch wichtig, öffentliche Ämter zu übernehmen, also Verantwortung im Staat zu tragen. Eine Art Verantwortung für den Staat und die Gesellschaft beim Einzelnen anzusiedeln. Deswegen ist es auch vermutlich so, dass der Konfuzianismus in späterer Zeit zur tragenden, man könnte sagen, Staatsideologie des chinesischen Kaiserreiches und des chinesischen Beamtentums geworden ist. Also der Konfuzianismus ist quasi diejenige Theorie, die ja das chinesische Reich über 2000 Jahre lang getragen und gestützt hat. In einem funktionierenden, in einem geordneten Staat ist es nämlich richtig für den Edlen, ist es moralisch geboten für den Edlen, Ämter innezuhaben und auch eine entsprechende soziale Stellung zu besitzen, also auch ein entsprechendes Einkommen zu beziehen. Es ist also ethisch durchaus geboten, im Staat Verantwortung zu übernehmen und politische Posten anzunehmen. Wenn der Staat in Unordnung ist, dann ist es was anderes, dann kann man dagegen protestieren, aber wenn das keinen Erfolg hat, dann zieht man sich einfach zurück. Also Konfuzius ist kein Widerstandstheoretiker, er empfiehlt nicht den Widerstand gegen eine unmoralische Herrschaft, sondern einfach den Rückzug aus solchen Situationen. Und das dürfte dann letzten Endes klar machen, warum eine solche Philosophie dermaßen bedeutend geworden sein kann als Ideologie eines komplexen und sehr, sehr lange bestehenden politischen Gebildes, nämlich des chinesischen Kaiserreiches.